biochemischen Struktur seines Blutes. Die roten Blutkörperchen des Seehundes besitzen eine biochemische Struktur, die eine extrem große Menge Sauerstoff binden kann. Daher taucht der Seehund nicht mit luftgefüllten Lungen, was einen Auftrieb erzeugen würde, der das Tieftauchen unmöglich machen würde, sondern er hält den Sauerstoff, den er zum Tauchen braucht, aufgelöst im Blut vor. Da er keine Luft in den Lungen behält, kann er leicht große Tiefen erreichen. So können Seehunde bei einem Tauchgang stundenlang unter Wasser bleiben. Doch selbst trainierte menschliche Taucher können ohne Atemgerät nicht länger als 4 Minuten unter Wasser bleiben. All diese Informationen verdeutlichen eine klare Tatsache. Die Seehunde können diese Eigenschaft ihres Blutes nicht von selbst entwickelt haben, wie uns die Evolutionstheorie glauben lassen will. Es gibt keinen Zweifel, dass diese unvergleichbare Eigenschaft der Seehunde das Werk eines allwissenden Schöpfers ist. Der allmächtige Gott hat die Seehunde mit allen ihren physikalischen Voraussetzungen für das Leben im Eis erschaffen. Seehunde ernähren sich von Fisch, Tintenfisch und vor allem von kleinen Krustentieren, dem Krill. Algen sind die niedrigste Form von Nahrung im Meer. Sie speichern Sonnenenergie durch Photosynthese. Algen dienen dem Krill als Nahrung. Seehunde, Wale und andere Fische ernähren sich wiederum vom Krill. Und dadurch nehmen sie die Sonnenenergie auf, die ursprünglich von den Algen gespeichert wurde. Wie sind Seehunde in der Lage, in der Dunkelheit zu jagen? Im tiefen Wasser. Seehunde finden ihre Beute nicht mit den Augen, sondern sie folgen deren Spuren im Wasser. Diese Spuren sind für das Auge unsichtbar, denn sie werden durch hydrodynamische Wellen verursacht, die Beute durch ihre Bewegung im Wasser erzeugt. Seehunde fangen ihre Beute allein durch Verfolgen des Ursprungs dieser Wellen. Dank dieser Fähigkeit haben Seehunde keine Schwierigkeit, ihre Beute auch im dunkelsten Wasser zu finden. Jede Eigenschaft der Seehunde ist das Ergebnis eines hervorragenden Designs. Der allmächtige Gott hat die Seehunde so erschaffen, dass sie ihrer Umwelt am besten angepasst sind. Und wie viele Tiere gibt es, die nichts zu ihrer Versorgung beitragen? Gott versorgt sie und euch. Und er ist der Hörende, der Wissende. Der Seehund ist ein Säugetier. Er muss atmen. Daher sucht er nach einer Öffnung im Eis. Falls er keine finden kann, macht er sich selbst eine. Dabei kommen seine langen Zähne zum Einsatz. Er bohrt so lange, bis er das Eis durchbricht und an die Oberfläche gelangt, wo er tief durchatmet. Seehunde wurden so erschaffen, dass sie in einer eisigen Umgebung leben können. Dank ihrer Eigenschaften finden die Seehunde schnell ihre Nahrung und stillen all ihre Bedürfnisse.
Ein weiteres Tier, das für das Leben unter Polarbedingungen erschaffen wurde, ist der Polarfuchs. Das Fell des Fuchses passt sich den klimatischen Bedingungen und der Umgebung an. Die nackte Erde, die während der Schneeschmelze erscheint, stellt kein Problem für den Fuchs dar, sich zu verstecken oder Beute zu fangen. Denn sein Fell ist jetzt braun und entspricht der Farbe der Erde, auf der er lebt. Im Winter, wenn alles mit Schnee und Eis bedeckt ist, hat der Fuchs auch keine Schwierigkeiten. Das Fell wechselt wieder seine Farbe und wird wieder schneeweiß. Es ist fast unmöglich, den Fuchs von seiner weißen Umgebung zu unterscheiden. Der Fuchs hat die bestmögliche Tarnung für beide Situationen. Und er streunt umher, ohne von anderen Tieren wahrgenommen zu werden. Natürlich weiß der Fuchs nicht, wie ihn andere Lebewesen sehen. Auch wenn er es wüsste, könnte er nicht einfach die Farbe seines Fells wechseln. Hier wird deutlich, dass der allmächtige Gott ihn erschaffen hat. Gott hat den Fuchs mit allem Notwendigen ausgestattet, um unter aller Bedingungen zu überleben und Futter zu finden. Eine Polarbär-Familie lebt ein glückliches Leben. Seehunde, Champions im Tiefseetauchen. Wale jagen mit einer gemeinsamen Strategie. Vögel fangen Fische unter Wasser. Pinguine, die vor dem Erfrieren geschützt sind. Der Polarfuchs, ein Meister der Tarnung. Alle Tiere, die wir in diesem Film gesehen haben, sind an den Polen geboren. Und sie leben und sterben dort. Sie sind glücklich mit ihrem Leben, weil sie Lebewesen sind, die speziell für diesen kalten Bedingungen erschaffen wurden. Jedes dieser Lebewesen zeigt uns das unendliche Wissen, die Macht und die Dominanz des allmächtigen Gottes über die Welt. Gott ermahnt uns, dass wir die Wahrheit in den Versen des Korans beachten. In der Erschaffung von euch und in den Tieren, die er verbreitet hat, finden sich Beweise für Leute, die ihres Glaubens gewiss sind.